Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier beim BND Bombenräumkommando GSG 9. Wir haben uns das absolute Experten-Elite-Team dafür hergenommen. Der gute Phil hilft mir nämlich hier. Hallo! Ich habe mich nicht beim Staubsauger saugen. Ja, ihr seht schon, man muss auf eine ganz besondere Sonderschule gehen, um hier mitmachen zu können. Das ist unglaublich. Okay, die Leute haben eingesetzt wieder. Das heißt, wir können schauen, schaffen wir die Bombe 2-3. One step up. Ich bin gespannt, was uns dieses Mal erwartet. For those who have made it this far, we want something tougher, but not too tough. Also, gute Nachricht, wir müssen nur noch 4 Module schaffen. Okay. Dürfen uns wieder 3 Strikes erlauben und dann haben 5 Minuten Zeit. Okay. Aber ich denke, wenn da dran steht 4 Module, dann werden das eklige werden. Also, wahrscheinlich. Ich habe ganz schlechtes Gefühl da dabei. Okay, auf die Plätze, fertig und wir starten die Bombe. Ja, dieser Bildschirm ist nur für mich und ich werde nicht ins Manual schauen. Dafür habe ich einen Philipp. Ich muss nicht lesen können. Und ich nehme die Bombe in die Hand. Also, ich habe ein umgedrehtes Fragezeichen. Ja. Ein, so ein CL in Schreibschrift. Also so Halbmond und danach nochmal so eine Schleife. Okay, ein umgedrehtes C mit einem Punkt und ein H in Schreibschrift mit so einem Kringel unten dran. Okay, dann erst das C mit dem Punkt. Okay. Dann diese komischen Kringel. Okay. Dann das H. Und dann das Fragezeichen. Genau. Okay, hat geklappt. Jetzt kommt wieder das Monitorfeld. Es steht eine 1 drin und unten sind die Ziffern 2, 1, 4, 3. Okay, warte. Was steht drin? 1. 1. 2, 1, dann 4, den 2. Dann zweite Position. Zweite Position steht eine 1. Okay. Jetzt steht eine 4 drin. Okay. Press the button the same position as pressed in stage 1. Also noch eine 1. Okay, also noch eine 1. 2, 1, 2, 1 haben wir gedrückt. Okay. Jetzt steht eine 2 oben drin. Press the button for the same level label you pressed in stage 1. 2, 1, also ich habe eine 1 gedrückt, oder? Ja. Ja. Yeah. Dann ist es jetzt in der vierten Position die 1. Okay. Jetzt steht eine 3 drin. Press the button in the same position as you pressed in stage 2. Das war die zweite Position, da ist jetzt eine 2 drin. Also 2, 1, 2, 1, 4, 1. Okay. Und jetzt steht oben eine 1 drin. Dann with the same label you pressed in stage 1. 2, 1, also eine 1 drücken, oder? Ja. Ja. Okay, ist grün. Gut, okay, jetzt habe ich oben so ein komisches Spiel. 2 grüne Kringel, ein drehendes rotes Dreieckchen. Ah, okay. Ja, okay. Und irgendwie ganz komisch. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Also einer dieser Buttons müsste aufblinken. Machen wir erst. Ich habe oben wieder einen weißen Press-Button. Ich mache ein anderes Modul, ein weißer Press-Button. Das ist, glaube ich, lecker. Okay, weißer. Was steht drin? Press, genau. Warte. Ich habe davor was gelesen mit Press. Hat es oben rechts in der Ecke so einen grünen Punkt? Noch nicht. Der grüne Punkt erscheint immer, wenn ich es entschärft habe. Achso. Drück mal drauf. Und halten, oder? Ja. Er wird rot. Welche Farbe? Rot. Dann, wenn der Timer irgendeine 1 hat. Okay, hat geklappt. So, jetzt habe ich wieder diesen Monitor, den ganz großen. Ja. Ich habe oben ein kleines grünes Kreischen, drei drunter nochmal ein grünes Kreischen.
Und vom ersten ausgehen. Warte, was? Also, erste Zeile, erste Spalte, grüner Kreis. Was? Das ist ein Monitor. Sieht aus wie so ein. Ja, es ist. Und unten dreht ein rotes Dreieckchen. Ich habe keine Ahnung. Und es sind. Scheiße! Links, rechts, hoch, runter Pfeile. Die ich hier nehmen kann. Fuck, ich habe auch keine Ahnung. Also, es sieht aus wie so ein. Wie so ein. Rasterfeld. Also wie als ob ich da so ein Spiel machen müsste. Sieht es aus, hattest du Vierecke und Vierecke? Ja, genau, kleine Vierecke. Dann ist es ein Labyrinth, okay. Find the maze with matching circular markings. Okay, ja, und wie soll ich durch? Okay, wo sind die Marker? Also, ganz oben links ist ein Grün. Ganz oben links. Leuchtendes Viereckchen ist direkt über meinem roten Raumschiff. Was ganz oben links in der Ecke? Ja, da ist ein grüner Kreis. Müsste drei Sekunden drunter. Ich probier einfach mal hoch zum Drücken. Ne, da passiert gar nichts. Oh! Okay, wenn ich nach unten drück, kriege ich. Okay. Wir sind tot. Ich hab keine Ahnung. Wir sind tot. Sorry, ich hab keine Ahnung. Okay, also das werden wir nochmal üben. Das Ganze machen wir dann einfach morgen. Alle, die darauf gewettet haben, dass wir absolut losen, haben natürlich jetzt gewonnen. Ja, das war nix. Das war gar nichts, aber ich bin trotzdem begeistert, wie gut wir es geschafft haben. Also die ersten gingen gnadenlos durch, aber bei dieser Matrix, da war ich echt auch aufgeschmissen. Aber das ist wahrscheinlich das, was wir hier bekommen, dass es ja einfach ein bisschen schwieriger ist. Ja, wahrscheinlich. Okay. Ja, das war jetzt auf einmal eins von diesen, da hat es zwei Kategorien. Einmal die normalen Dinger und einmal die etwas schwierigeren. Ja. Und die müssen bevorzugt behandelt werden. Wie meinst du es, bevorzugt behandelt? Ach nee, das gehört noch nicht dazu. Aber es gibt welche, die müssen bevorzugt behandelt werden, weil die auslösen, sobald eins von den Dingern aktiviert ist. Und die haben nochmal einen Extra-Timer. Und die müssen gelöst sein, bevor das runtergelaufen ist. Aber das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Nee, wir sind noch bei den Basic. Wir sind noch nicht bei den Advanced-Bomben. Okay. Die kommen dann später. Okay, ja. Ich hoffe, euch hat trotzdem die Folge gefallen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann... Oh, ich hoffe, ich bin dann echt gesund in der nächsten Folge. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao, ciao. Jo.